Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es meine Favoriten in letzter Zeit. Es gibt einmal Pflege und zum anderen gibt es auch Make-up. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt. Als erstes würde ich euch gerne meine Reinigungsseife vorstellen. Das ist Clinique Liquid Facial Soap. Sehr, sehr mildes Produkt. Das heißt, wenn ihr sensible Haut habt, wenn ihr Allergien habt, Unverträglichkeiten, dieses Produkt würde ich euch nur empfehlen, denn da gibt es kein Alkohol und kein Parfüm. Die sind die Sachen, die die Haut am meisten irritieren können. Also ich schminke mich nur einmal ab und benutze kein weiteres Produkt und damit geht das ganze Make-up tatsächlich sehr, sehr gut ab. Als nächstes habe ich hier von Clinique diese Clarifying Lotion. Das ist eher wie so ein Exfoliator, also ein Peeling für die Haut. Auch wirklich, wirklich mild und das Geile daran ist, dass er die Haut kühlt. Also wenn ich habe das Gefühl, dass er die Haut einfach so unglaublich frisch macht und tatsächlich kühlt, als wäre es gerade aus dem Kühlschrank. Und ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist oder auch bei allen anderen auch, aber ich finde diesen Effekt richtig geil, denn das erfrischt meine Haut und ich bin dann wieder munter und nicht mehr müde morgens, wenn ich das mache. Und abends mache ich das eigentlich auch, aber das stört mich nicht, dass es die Haut so frisch macht und so kühl. Das hilft mir auch wieder zum Entspannen. Und das Coole daran ist, dass ich diese Produkte, die hier und auch diese Creme, die ich gleich euch nochmal zeige und auch noch Reisegrößen davon, bald bei Instagram verlose. Also wenn ihr Interesse habt an diesen Produkten, dann müsst ihr unbedingt auf meinem Instagram-Account vorbeischauen und an dem Gewinnspiel teilnehmen. Genau, als nächstes habt ihr schon gerade gesehen, die Clinique Creme. Das ist einmal Dramatically Different Moisturizing Lotion und einmal Clinique Moisture Surge. Die Cremes habt ihr schon sehr, sehr oft in meinen Videos und auch auf meinem Instagram-Account gesehen. Und ja, das ist einmal eine mattierende Pflege und einmal eine sehr reichhaltige Pflege. Die mattierende Pflege benutze ich morgens. Und diese gelbe, die benutze ich abends, denn sie ist wirklich sehr reichhaltig. Ich würde aber sagen, dass sie sich auch als Tagespflege für trockene Haut eignet. Und vielleicht auch für Winter. Also im Sommer ist es eigentlich schöner, dass die Haut dann mattiert ist und nicht so schnell glänzt. Und im Winter, würde ich sagen, werde ich sie auch nicht nur nachts ausprobieren, sondern auch tagsüber. Ja, sieht sehr, sehr schön damit aus und wirklich sehr weich und eignet sich super gut als Make-up-Grundlage. Das ist auch sehr wichtig. Als nächstes möchte ich euch mal meine Lieblingsmasken vorstellen. Das ist einmal, genau, einmal eine Lippenmaske. Und ich wusste nicht, dass es sowas gibt, aber tatsächlich gibt es das. Und das ist Clinique Pepstalt Nachtmaske. Die trage ich auf, wenn ich schlafen gehe und wirklich richtig dick, sodass die Lippen mit richtig viel Produkt bedeckt sind. Und am nächsten Morgen, wenn ich aufwache, sind die Lippen einfach die weichsten überhaupt. Und wenn ich matten Lippenstift trage, dann wird der einfach nicht bröckeln, der wird nicht trocken und die Lippen sind auch nicht spröde und sehen nicht so ungepflegt aus. Und das macht diese Maske. Davon gibt es auch einen Balm. Das ist aber nicht über Nacht, sondern wirklich nur als Lippenpflege, vielleicht unter dem Lippenstift. Und die Lippen werden super gut gepflegt damit und sehen auch sehr, sehr schön aus. Als nächstes habe ich diese Maske, diese grüne Clinique-Maske. Und das ist eigentlich eine richtig coole Maske, würde ich sagen, denn sie wird zu einem Schaum. Also zuerst ist das so ein Gel. Ich zeige euch das gleich mal. Hier fängt sie schon an, zu einem Schaum zu werden. Ich hoffe, ihr seht das. Und sie prickelt auch auf der Haut. Also ich finde das immer ganz, ganz cool, wenn ein Produkt irgendwas sofort bewirkt, also wie ein Prickeln oder wie diese Lotion, die kühlt. Ich habe das Gefühl, dass die Produkte einfach ihren Job machen und dass auf der Haut irgendwas passiert und nicht einfach, dass die Produkte einfach da sind. Dann habe ich das Gefühl, da passiert nichts und ja, voll sinnlos, dass ich das jetzt gemacht habe. Aber auf solchen Produkten, die blubbern oder die zu einem Schaum werden, ist das echt cool. Ja.
Und zudem muss ich sagen, seht ihr das? Es ist jetzt ein Schaum geworden. Wie cool ist das? Ich lasse die Maske so ein paar Minuten auf der Haut, dann wasche ich die einfach mit warmem Wasser ab und massiere meine Haut dabei. Und dann habe ich eine echt ultra weiche Haut und fühlt sich sehr frisch an, sehr gereinigt. Dann habe ich hier eine Tuchmaske, auch wieder von lovemycosmetic.de. Und zwar ist das die Firma MediHeal mit Teebaumöl. Teebaumöl ist ja, muss man ein bisschen über eine längere Zeit benutzen, sodass es wirkt und dass es die Unreinheiten abheilt. Aber an sich ist die Maske auch richtig toll und nur zu empfehlen, denn die beruhigt die Haut. Die, wenn ihr so rote Stellen habt auf der Haut, dann ja, werden die weniger sichtbar. Dann die Haut fühlt sich sehr gepflegt an und auch sehr glowy und reicht auch wirklich für eine ganze Woche, bis ihr dann die nächste Maske macht. So habe ich das Gefühl, dass meine Haut tatsächlich glowy ist nach der Maske und auch für eine längere Zeit. Ja. Und dadurch, dass es halt eine Sheetmaske, eine Tuchmaske ist, dann ist das wirklich sehr einfach. Ihr tragt ihr auf dem Gesicht, legt 20 Minuten, lest ein Buch dabei und dann zieht ihr die einfach ab und massiert den Rest, was auf dem Gesicht übrig geblieben ist, auf der Haut und auch auf dem Hals. Dann habe ich hier noch zwei Peelings, was ich euch vorstellen wollte. Das ist einmal so ein Pot von Dermalogica, was letztens ankam. Und darin sind so kleine Peeling-Einheiten. Das ist, ich habe hier einmal so ein Teil aufgemacht, damit ich euch das zeigen kann. Das ist da drin so ein Fingerhut mit dem Produkt drauf. Und das ist wirklich sehr bequem, denn zieht ihr dann auf den Finger drauf und dann reibt ihr das so auf der Haut und das ist wirklich super bequem und könnt dann natürlich auch auf Reisen mitnehmen, diese ganzen Blättchen. Es ist wirklich sehr gut durchdacht von Dermalogica und dieses Peeling, dieser Exfoliator verspricht, dass die Haut strahlt und dass die Haut aufgehellt wird. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Pigmentflecke habt, bei regelmäßiger Anwendung werden diese Pigmentflecke weniger sichtbar und die Haut wirkt dann einfach eben und gut gepeelt, sage ich mal, ohne dass man so ein grobkörniges Peeling benutzen muss, wenn ihr das einfach nicht vertragt. Aber die das vertragen und die so ein grobkörniges Peeling mögen, gibt es hier einmal von Skinfood. Gibt es auch auf der Seite lovemycosmetic.de. Dieses Black Sugar Mask Peeling, das ist 2 in 1, das ist einmal ein Peeling und dann könnt ihr dieses Peeling drauf lassen und dann wirkt das wie eine Maske und dann lasst ihr die so 5 bis 10 Minuten und habt dann auch eine wirklich sehr, sehr weiche Haut, sehr strahlende Haut und auch da, dadurch, dass es halt koreanische Kosmetik ist, gibt es natürlich nur natürliche Zutaten, gibt es natürlich nur natürliche Zutaten. Das Krasse ist an diesem Peeling, an dieser Maske, ist, dass es einfach nach Cola mit Zitrone riecht. Vielleicht auch nur nach Zitrone, aber ich habe das Gefühl, es riecht auch nach Cola. Und da ich Cola liebe, liebe ich auch dieses Peeling. Aber nicht nur dafür natürlich. Und es ist auch sehr ergiebig, also ich gebe nur so eine ganz kleine Menge auf die Haut und reibe die dann. Und dann wasche ich die mit warmem Wasser einfach ab. Und als nächstes habe ich Kosmetik. Zuerst zeige ich euch meine beiden Foundations, die ich in letzter Zeit sehr, sehr viel benutze. Das ist einmal diese Misha Baby Cream. Die habt ihr euch bestimmt tausendmal auf meinen Videos angeguckt und bei Instagram habe ich auch die einfach ständig verwendet bei allen meinen Kunden und auch bei mir. Und das ist Babycreme in der Farbe 27 mit dem SPF Faktor 42, hält den ganzen Tag, das ist das Krasse an dieser Foundation, macht die Haut einfach ultra glatt, also glatt einfach und hält. Ich trage diese Foundation einfach die ganze Zeit, oder diese Creme, einfach den ganzen Tag und sie geht nicht ab. Und das ist mir super wichtig, denn wenn ich auf irgendwelchen Veranstaltungen bin, wo das Make-up sitzen muss, sitzt es. Und ich muss das nicht nochmal korrigieren, denn dazu habe ich keine Lust einfach. Ich bin einfach so unglaublich faul, was das angeht. Ich will nicht nochmal mein Make-up korrigieren und damit muss ich das auch gar nicht.
Ja, und dann ist einmal diese Klinik, dieses Klinik Even Better Glow Make-up Foundation mit dem SPF Faktor 15. Das ist ein sehr, sehr leichtes Make-up, trotzdem sehr deckend und eignet sich, würde ich eher sagen, für normale bis trockene Haut, würde ich sagen. Denn das Make-up macht das Gesicht natürlich wirklich sehr, sehr glowy. Und wenn ihr ölige Haut habt, könnt ihr das natürlich noch ein bisschen verstärken, dass ihr dann glänzt. Ich habe das in der Farbe 58, aber es ist mir ein bisschen zu hell jetzt, denn ich bin aus dem Urlaub ziemlich braun. Und ja, ich werde es im Winter, wenn ich ein bisschen heller bin, benutzen. Als nächstes habe ich hier einen Highlighter-Stick von Clinique in der Farbe Hefty Highlight. Das ist Chubby Stick Sculpting Highlighter. Den habe ich auch jetzt drauf und das ist ein Creme-Highlighter und ist sehr natürlich auf der Haut. Ihr könnt ihn mit Fingern auftragen, mit einem Beauty-Blender oder auch mit so einem Kabuki-Brush. Ihr nehmt einfach so ein bisschen und tragt den auf den höchsten Punkt der Wange oder auch auf der Nase, auf der Lippe, auf der Stirn, wo auch immer ihr euren Highlighter setzt. Die Haut strahlt dann wie von innen und es sieht nicht so wirklich gewollt aus, sage ich mal. Es sieht so aus, als würdet ihr immer so aussehen. Wisst ihr, wie ich das meine? Und als letztes natürlich mein absoluter Lieblings, mein Highlight. Das ist der Clinique High Impact Lash Elevating Mascara in der Farbe 01 Black. Und den Mascara, den müsst ihr nur einmal auftragen und ihr habt einfach die krassesten Wimpern. Weil normalerweise, wenn ihr Mascara auftragt, müsst ihr das zweimal, dreimal machen, vielleicht sogar viermal, bis ihr überhaupt irgendwie Farbe habt auf den Wimpern. Und bei diesem Mascara braucht ihr das wirklich nur einmal zu machen und die Wimpern sind einfach lang, die halten die Form, das ist das Wichtigste, die fallen nicht nach unten. Die halten die Form, die sind voluminös, die sind schwarz, was auch natürlich super wichtig ist und ja, da kann man echt wirklich nur empfehlen. So, und das waren meine Beauty-Favoriten für Oktober, September, August, ich weiß nicht was, weil ich habe sowas noch nie gemacht. Deswegen weiß ich nicht, wie ich dieses Video nennen soll. Einfach Favoriten der letzten Zeit. Und genau, ich hoffe, ihr macht bei meinem Gewinnspiel von Clinique mit bei Instagram. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Vielleicht habt ihr auch sogar schon die gleichen Erfahrungen gemacht wie ich mit diesen Produkten. Ich werde euch alles verlinken und können selber nachschauen, vielleicht mal ausprobieren, vielleicht mal in den Laden gehen und nachfragen. So, das war's von mir. Das waren meine Beauty-Favoriten für Oktober, September, August, Juli. Ich weiß nicht, ich habe sowas, so ein Video noch nie gemacht eigentlich und ich weiß auch nicht wirklich, wie ich das nennen soll. Aber das sind so die Favoriten in letzter Zeit und ich kann euch die wirklich alle nur ans Herz legen. Und ich werde euch alle Links in der Infobox verlinken, sodass ihr euch die Produkte vielleicht mal anschauen könnt. Und vielleicht habt ihr sogar auch schon Erfahrungen damit gemacht und ich würde mich super freuen, wenn ihr das mir mitteilt, weil ich interessiere mich echt, womit meine Leser und auch meine Zuschauer klarkommen oder nicht. Schreibt mir das gerne in den Kommentaren oder auch bei Instagram. Ich würde mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch eine tolle Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal.